Gut, dass die Beschleunigung der Karre so. Oh. Also da hätte ich definitiv nichts machen können sonst. Criminal ist dabei. Der ist bestimmt sehr kriminell. Joey und High Beam. Und Heidel, der haut die Karre gegen die Wand. Oder wie eben gezeigt, gegen LKW. Aber ich mach das sowieso gerade alle platt hier. Oh, was soll das? Ich war da gerade so schön auf der Spur drauf und dann zieht er unbedingt nach rechts. Na komm. So, läuft auch wieder ganz nett. Ach. Die Strecke ist schwierig. Komisch ist, wie das erst jetzt auffällt. Überall lauert irgendein Auto, dass wir irgendwie in die Quere kommen kann. Ach man, das gibt's doch nicht. Mann, wie soll ich denn das sonst hinkriegen? Muss ich etwa irgendwie Vollbremsen machen? Vollbremsen oder was? Ach, jetzt bin ich gerade auf die Taste gegangen und schon ist er wieder eingerasen. Perfekter starten dann sowas. Ich bin einfach der Beste. Ich bin einfach der Überpro. Ich glaube, ich soll diese Sprüche lassen. Langsam wird das ein bisschen unangenehm. Was? Ach, Mann. Ja, immerhin bin ich Zweiter geworden. Ist ja auch schon mal was, ne? Kurz vorm Totalschaden noch ins Ziel gekommen. Yeah. Du hast nicht erwartet, dass es leicht sein würde, oder? Mal sehen, wie gut du klarkommst, wenn du auf einmal richtig Kohle wert bist. Bin gespannt, wie du dich schlägst. Was? Den check ich nicht. Wer ist Earl? Ach, das ist Earl. Komisch. Na gut. Wie viel Kohle haben wir denn gerade parat? 177.900 ist ja momentan noch nicht schlecht. Ich würde mal sagen, wir sparen weiter. Okay, du weißt, was du tun musst, um herauszufordern. Ja, Rennen fahren. Polizeiwagen kaputt fahren. Sowieso, Gedöns. Wir machen Meilenstein. Okay, ich würde mal sagen, wir machen erstmal die ganzen Radarfallen, weil die am einfachsten sind. Weil ich weiß nicht, ob ich da während einer Verfolgungsjagd wirklich alle Meilensteine dann herauskriege. Mach ich das erstmal so, da krieg ich Yulby Under My Wheels. Ah. Mein Leitfaden für meine, für die ganzen Rennen, die ich fahre. Der muss ja kein Nitro raushauen, das weiß ich sowieso schon, dass ich das... Was? Das geht aber nicht. Ah.
Ach nee. Mann, 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 Mann. Muss ich immer noch sagen, dass ich zu langsam bin, wenn ich bei 20 km/h vorbeifahre. Echt mal, Geschwindigkeitsbegrenzung 45 Meilen und bei 250 km/h nicht blitzen. Diese Logik. Diese unwahrscheinliche Logik. Ich weiß gar nicht, wie die da drauf kommen. Okay, also doch Nitro. Was steht denn auf dem Plakat? Hi Mia. Ey, du machst dich echt gut. Hab ein paar Infos über Polizeihubschrauber. Wenn sie dich haben, stell dich irgendwo unter. Die sind zwar schnell, aber einen Röntgenblick haben sie nicht. Sie dürfen nur nicht sehen, wo du langfährst, sonst alarmieren sie die Kollegen. Okay. Pam! So. Aber ich würde jetzt gerne noch etwas lesen. Don't even try to resist. Obey the law. Aha. Das ist mal interessant, ja. Das ändert meine Meinung grundlegend. Badam, badam, bam, badam, badam, dam. Let's move. So, ich würde sagen, wir gehen wieder in die Blacklist rein. Machen mal wieder Meilensteine und machen da mal hier 220 km/h. Da wissen wir doch mal was mit. Mit was wir das was zu tun haben. So, 100 km/h im Rückwärtsgang. Ich will mal sehen, dass das irgendwie mit seiner normalen Karre macht. 100 km/h im Rückwärtsgang? Das ist nicht übel. So, ein bisschen ausweichen noch. Oh, nicht gut. Okay, nochmal zurück. Da haben wir nämlich wieder Nitro voll. Und diesmal kein Auto knallen. Wenn man knallen als umgangssprachliches, umgangssprachlich nimmt, ne? Ein Auto knallen, ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Hört sich das schon an. Aber das meinte ich natürlich nicht so, deshalb. Mann, 9 km/h. Oh Mann. Diese Meilensteine und diese Rennen. Komisch, wird mir gar nicht angezeigt, was. Achso, doch. Blood and Thunder. Mastodon, Leviathan. Würde hier jetzt so der Blitzer stehen? Mhm. Aber nein, tut er natürlich nicht. So, diesmal aber. Kopfgeld 16.000. Blacklist 15 Meilensteine. Und da machen wir jetzt mal gerade eine letzte Radarfalle. Bei 225 km/h. Ha! Da hinten wieder Achswerbung. Was? Ich kann keinen Shuffle ziehen. Hä? Verstehe ich nicht. Nein, keine Polizei. Yeah. Na, das war doch nett. Blacklist 9. Rennen Sie hier voll. Erreichte Meilensteine. Voll. Jetzt brauchen wir so ein bisschen Kopfgeld.
Wir starten mal wieder in Rosewood, allerdings bei der Feuerwehrwache. Bei der Feuerwehr. So. Hallo, mein Freund. Pam. Total langsam die Karre, total langsam. So, bleib mal kurz. Ja. Ich versuche mal zu entkommen, weil ich will mir eine andere Karre schnappen. Oh. Na, das will ich ja gerade auch nochmal zeigen, wo wir gerade dabei sind. Hier ist das Versteck. Gut. So, ich will eine andere Karre haben, weil das mehr Spaß macht. Tilted! Hier haben wir den Cayman S, den Fiat Punto. Ich glaube, man kann schon relativ gut sehen, dass der Qualitätsunterschied ein bisschen anders ist. Okay. Haben den schon irgendwie getuned oder was? Ist ja blöd. Na gut, dann fahre ich eben mit der Karre. Kopfgeld. Donutladen, yeah, ich mag Donuts. Donuts sind so donutig. Hallo. Pam. Tür abgerissen. Kann man das doch mal in Deutsch sagen? Pam, Mist. Oh, ich bin gegen die Wand gefahren. Was ein Pech. Ich werde erwischt. Nein. Hey, gut, dass wir einen Rückwärtsgang drin haben. Oh, der hätte mit dem Rennstart sogar entkommen können. Oh, Mann. Was geht denn da ab? An alle Einheiten, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in östlicher Richtung, an den Heritage Heights vorbei. Nein, nein, nein! Och, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ach, Mann. Ach, das gibt's doch nicht. Okay, nochmal. Der verflixte Tag mit den drei Anläufen. Pam! Ja, das will ich mal hoffen. Wie, die kann man nicht abtrennen? Zum Schaden kommen. Wie wird man zum Schaden kommen? Hier werden zwei Dinge zum Schaden kommen, allerdings nicht Menschen. Da fische ich mit meinem Boot. Nein, nicht da durchfahren. Böser Polizist aus. Nein, da fahren wir nicht durch. Ich brauche dich noch. Ich mag es, irgendwelche Gegenstände aus dem Boden zu reißen. Das macht irgendwie ein bisschen mehr Spaß. Ja. Stabiler Kofferraum hast du da allerdings. Pam! Wieder kann ich jetzt auf einmal durchfahren. Nö, kann ich nicht. Die Polizei, der Polizeiwagen allerdings schon. Ist ja blöd. So, da komm mal mit, mein Kollege, mein freundlicher Polizeifreund und Helfer. Pam. Du kannst mir helfen, ein bisschen meine. Ah. Ah, weißt du, ich hab da irgendwo so einen Kratzer, den will ich lackieren. Da kannst du mir ein bisschen helfen, ein bisschen was vom Lack abzuschmirgeln.